Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Marx, freut mich, dass Sie Spaß am Rednerpult haben. Ihre Ausführungen blieben natürlich an der Oberfläche. Und anscheinend sind auch die, die sich hier so über alle Maßen gefreut haben, nicht in der Lage und nicht willens, tiefer in die Materie einzudringen. Deswegen tut es auch Not, dass ich diese Rede noch halte. Und sehr geehrter Kollege Sippel, vielleicht informieren Sie sich einfach noch mal über die Flaggen der Bundesrepublik Deutschland beziehungsweise auch die historische Entwicklung dieser Flagge. Und da kommen Sie sicherlich zu neuen Erkenntnissen. Also meine Empfehlung, belesen Sie sich noch mal etwas in dieser Thematik. Sehr geehrte Damen und Herren. Ja, das ist eben das Problem, dass Sie vom Zeitgeist etwas deformiert sind, Herr Kollege. Sehr geehrte Damen und Herren, wir schreiben in unserem Gesetz, ich zitiere mit Auslassung, die deutsche Sprache ist das entscheidende Band, das die Deutschen in allen Bundesländern und in Deutschland als Ganzem untereinander, aber auch mit denjenigen zu verbinden vermag, die als Personen mit Migrationshintergrund dauerhaft hier leben. Damit kommt ihr eine zentrale gesellschaftliche und politische Integrationsfunktion zu. Zitat Ende. Aber dieses zusammenhaltende Band, das notwendig ist, sehr geehrte Kollegen, zerfasert immer mehr. Und das hat zwei Ursachen. Die erste Ursache ist die Unachtsamkeit und die zweite Ursache ist die Manipulation der Sprache durch Ideologen. Und das übersteigt bei Weitem, sehr geehrte Kollegen, Abgeordnete, gerade von der Rot-Rot-Grünen Fraktion oder von den Rot-Rot-Grünen Fraktionen, sehr geehrte Kollegin Marx, das übersteigt bei Weitem das, was Sie zu Recht als natürliche Sprachentwicklung und natürliche Sprachveränderung hier beschrieben haben. Ich möchte diese beiden Ursachen kurz beleuchten. Erstens also die Ursache der Unachtsamkeit. Die deutsche Nachkriegslinguistik, sehr geehrte Kollegen, vollzog unter dem Eindruck der funktionalistischen und strukturalistischen amerikanischen Linguistik die Abkehr von ihrer bisherigen Sprachbetrachtung, die historisch und durchaus sprachloyal an- und ausgelegt war. Jetzt lag die Aufmerksamkeit darauf, ob die Sprache für die Sprachteilnehmer nützlich sei. Sprache musste von nun an kommunikativ, funktional und effizient sein. Die Sprache als Spiegel der Nation, wie sie Friedrich Schiller mal beschrieben hat, oder sogar als Haus des Seins, wie sie von Martin Heidegger mal eingeordnet worden ist, geriet immer mehr aus dem Blickfeld. Dazu kam der sanfte amerikanische Kulturimperialismus. Die Westdeutschen ließen sich bereitwillig disneyfizieren, Coca-kolonisieren und McDonaldisieren. Mediale Sprachverhunzer, effektreichende Reklame-Fuzzis und globalisierungsversessene Unternehmer griffen immer häufiger auf ein meist erbärmliches Englisch zurück, anstatt auf ein viel naheliegenderes Wunderwerk an Rhythmus, Reichtum der Ausdrucksmöglichkeit und messerscharfer Präzision zu setzen, der deutschen Sprache. Sprachkraft und Sprachloyalität, die in unserer alten Kulturnation über Jahrhunderte lange ausgeprägt waren, verloren sich immer mehr und sind heute kaum noch zu erkennen. Man kann das sehr gut an der Tendenz zum Verzicht auf die Lehnsübersetzung erkennen. In den 50er Jahren wurde aus einem Pocketbook noch ein Taschenbuch. Heute bleibt das E-Book ein E-Book. Der Verein Deutsche Sprache zählt in seinem Anglizismenindex 8000 Anglizismen auf. Nur 20% der in dieser Liste enthaltenen Einträge werden als ergänzend oder sprachdifferenzierend eingestuft, wie beispielsweise Dumpingpreis, Leasen und Rowdy. Sale, Cash und Casting gehören zu den 80% der überflüssigen, weil gut übersetzbaren Anglizismen. Der Verein Deutsche Sprache hat übrigens einen Aufruf gegen den Gender-Unfug gestartet, der sehr erfolgreich angelaufen ist. Mittlerweile haben 36.000 Menschen diesen Aufruf unterschrieben. Und im Namen der AfD-Fraktion möchte ich auch weiterhin dafür Werbung machen und dazu aufrufen, diesen Aufruf kräftig zu unterstützen. Jetzt bin ich beim Gendern. Ich bin also bei der zweiten Ursache.
die das verbindende Band, die deutsche Sprache, zerstört, nämlich die Sprachmanipulation durch Ideologen. An der Stelle muss ich etwas tun, von dem ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass ich es einmal tun müsste. Ich muss den ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse loben. Ja, der Wolfgang Thierse. Wolfgang Thierse hat vor einigen Wochen einen klugen Beitrag in der FAZ geschrieben, in dem er die linke identitätspolitische Sprachmanipulation via Gendern scharf kritisierte. Er führt aus, wenn Vielfalt friedlich gelebt werden solle, dann müsse diese Pluralität mehr sein als das bloße Nebeneinander von sich nicht nur unterscheidenden, sondern auch abgrenzenden Minderheiten und Identitäten. Dann bedürfe es grundlegender Gemeinsamkeiten, zu denen selbstverständlich die gemeinsame Sprache gehöre. Diversitätsbeauftragte, so der gute Vorschlag von Wolfgang Thierse, sollten gleichzeitig Gemeinschaftsbeauftragte sein. So führt er aus. Gratulation, Herr Thierse. So, nach dieser Backpfeife von Herrn Thierse gab es dann noch einen kräftigen Tritt gegens Schienbein für die linken Identitätspolitiker. Thierse wörtlich, ich zitiere: In ihrer Entschiedenheit ist sie in der Gefahr, nicht akzeptieren zu können, ich spreche von der linken Identitätspolitik, dass nicht nur Minderheiten, sondern auch Mehrheiten berechtigte kulturelle Ansprüche haben und diese nicht als bloß konservativ oder reaktionär oder gar als rassistisch denunziert werden dürfen. Zitat Ende Wolfgang Thierse. Natürlich muss man sagen, geriet Wolfgang Thierse sofort ins Kreuzfeuer der bekannten Gutmenschen, der Genderaktivisten und anderer Extremisten aus den eigenen Reihen und in der eigenen Partei. Wir wissen nicht, ob Wolfgang Thierse auch den Thilo Sarrazin machen muss. Ich wünsche es ihm persönlich nicht. Was wir aber wissen, sehr geehrte Damen und Herren, eine sehr deutliche Mehrheit der Deutschen lehnt das sogenannte Gendern in der Sprache ab. Dieser Tage erst bestätigte eine Infratest-DiMAG-Umfrage, dass 65% der Bevölkerung nichts von einer stärkeren Berücksichtigung unterschiedlicher Geschlechter in der Sprache halten. Der Umfrage zufolge stellt sich sogar eine Mehrheit unter den Anhängern der Grünen, hört, hört, gegen das Gender-Blabla. Und in unserem Nachbarland Frankreich ist man schon einen Schritt weiter. Dort ist das Gendern an der Schule jüngst explizit untersagt worden. Zudem liegt der Nationalversammlung ein Gesetzesentwurf der Macron-Regierung vor, mit dem das Gendern in öffentlichen Einrichtungen verboten werden soll. Sehr geehrte Damen und Herren, nochmal, ja, Sprache wandelt sich ständig. Das kann und das will und das wird kein vernünftiger Mensch in Abrede stellen. Was man aber aufhalten muss und was man auch aufhalten kann, wenn man den politischen Willen besitzt, wir besitzen ihn als AfD-Fraktion, ist die Sprachmanipulation durch Ideologen und die Zerstörung der Sprache durch Unachtsamkeit. Das zeigt sich übrigens auch in der Corona-Krise, die auch eine Sprachkrise geworden ist, leider, muss ich sagen, und das abschließend betone. Wenn sich die verantwortlichen Politiker in Deutschland nicht schämen, von Shutdown, Lockdown, Social Distancing, Superspreader, Homeoffice, Homeschooling, Click and Meet und so weiter zu sprechen, dann muss dieser Ignoranz ein Riegel vorgeschoben werden. Ja, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, wir als AfD sind der Meinung, dass die Angehörigen einer Sprachgemeinschaft das Recht haben, von den regierenden Politikern, von den verantwortlichen Politikern in ihrer Muttersprache angeredet zu werden. Punkt und Ausrufezeichen. Und wenn sich ein Virus auch dadurch verbreitet, dass Millionen nicht von Verhaltensaufrufen in der Landessprache erreicht werden können, über 50% der Corona-Intensivpatienten haben einen Migrationshintergrund, wie wir wissen, dann muss die Politik unmissverständlich klar machen, Deutschlernen ist eine Bringpflicht für diejenigen, die hier mit uns zusammenleben wollen. Damit unser Staat funktioniert und weil wir es uns wert sind, gehört Deutsch in die Landesverfassung. Deswegen bitte ich um die Zustimmung für die Überweisung in den Ausschuss. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.